Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3 und es ist heute mal wieder Call of Duty Modern Warfare 3 Zeit Sprengkommando. Und nicht alle Juggernauts sind gleich. Ja, es ist mal wieder Zeit für Sprengkommando. YouTube Gamescom, aka der junge Zocker auf YouTube, macht sich mal wieder bereit. Wir gehen jetzt gleich in das Spiel hinein, wir werden coole Waffen aussuchen. Ich glaube, ich nehme heute mal die ACR 6.8. Oh, da ist hier. Ich nehme heute die ACR 6.8 in das Gameplay hinein. Die USP 45 Taktik, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen-Pro und natürlich den Meisterschütze für Infizierung. Die waren diese noch. Ihr wisst schon. Los geht's, wir machen uns bereit. Spring Commando ist Zeit. Ha, ha, ha. So. Oh, wow. Alter, habt ihr das gesehen? Alter, von hinten, Alter. Von hinten. Wie die Hamburger Hänger. Ah! So, jetzt habe ich hier schon. Ah, ich habe mich schon auf dem feindlichen Radar aufmerksam gemacht hier. Ihr müsst natürlich aufpassen. Wenn ihr schießt, bedeutet das natürlich, ihr seid als roten Punkt auf dem Feindesradar drauf. Und wenn ihr das seid, dann ist scheiße, weißt du? Das ist richtig kacke, Alter. Weil dann. Ja, was ist dann? Ja, da kann der Feind euch einfach absnipern hier. Als ob es nichts gäbe. So, da hat jemand C4 geschmissen. Also irgendwie komme ich mit der Waffe nicht klar. So, da unten ist eine Röhre, da schmeißt ihr immer am besten eine Granate rein. Und ihr seht schon, ich lose ab. Ich lose heute mal richtig ab, weil ich habe noch keinen einzigen Kill erzielt. Was wir im gegnerischen Team haben, ist der sogenannte SAG-Clan, der Sage-Clan. Natürlich, das sind alles Pro-Gamer hier in der Lobby und da kann man nicht mithalten. Aber wir haben immer noch eine nächste Runde. Und in der nächsten Runde werde ich richtig zocken, Leute. Werde ich richtig zocken, richtig gut sein. Wobei es mir gar nicht darum geht, gut zu sein, sondern einfach Spaß dabei zu haben beim Zocken. Und jetzt machen wir mal hier mal Seitenwechsel, Leute. 0:1 steht es gerade. Nicht gut, nicht gut. Da bin ich mitverantwortlich, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich nehme mal die USAS 12 und die USP 45 Taktik. Das ist so eine Shotgun. Habe ich eigentlich gar nicht oft benutzt, diese Waffe eigentlich, aber mal schauen, vielleicht bringt die mir ja Glück heute mal. Vielleicht bringt die mir Glück und ich schmeiße eine Granate nach vorne. Ah, C4, Alter. C4, ihr Schweine. Ah, Mamma Mia. Au, 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 au. Ja, ihr wisst ja alle, dass Black Ops 2 bald rauskommt. Und ich hab mal den Trailer angeguckt. Ja, ich muss auch mal den Trailer angucken von Black Ops 2. Ist ja schlecht geworden, finde ich. Aber man kann ein Trailer und ein Spiel hat überhaupt nichts zu sagen, finde ich. Ich würde mir Black Ops 2 auf jeden Fall kaufen. Mal schauen, wie es abgeht. Wenn es cool ist, ja, dann werde ich hier natürlich auch Let's Plays machen von Black Ops 2. Wenn nicht, werde ich nicht machen. Werde ich schlecht bewerten. So, da liegt er schon auf dem Boden. Also ich sehe schon. Guck doch mal auf die Scoreliste, also der Sage-Clan, da kannst du auf die Gegner feuern, aber die erwischen dich trotzdem. Die erwischen dich trotzdem, weil der Sage-Clan einfach richtig gut ist. Das sind alles durchtrainierte Bullterrier, aufgepumpt mit Steroide, Alter, Marihuana im Blut. Da kannst du nicht mithalten, da kannst du echt nicht mithalten. Aber einen habe ich erwischt, 150 Punkte, leider kein Mitglied des Sage-Clans, weil die sterben ja kaum. Schwierig, die auszuschalten. Oh, es ist ganz hell. Perfekt. Jo Leute, wenn ihr das Video anschaut, dann werdet ihr das wahrscheinlich alle am Handy tun, oder zumindest die meisten am Handy, einfach Handy hochkant angucken.
Wenn ihr nämlich ein Handy seitwärts anguckt, dann ist es pixelig. Das liegt ja daran, dass die YouTube-Videos bei YouTube irgendwie, ihr wisst schon, getrimmt werden. Aber ihr könnt gerne auf HQ gehen, also auf HD-Aufnahme. Weil viele beschweren sich wegen meiner Grafik. Also dann kann ich nur sagen, dann guckt doch mein Video in HQ an. Perfekt. Let's gut ist. So. Und wenn ihr Lust habt zu zocken mit mir, dann könnt ihr das Dienstag und Mittwoch. Mittwoch bin ich bis maximal 15 Uhr online. Ja. Also jeder, der mir eine PN schreibt auf der PS3, der kommt auf YouTube. Absolut kein Problem. So. Leute. 5 Minuten 47, Alter. Perfekt. Warum ich immer perfekt sage, wundert ihr euch? Ey. Dann müsst ihr mal HC4T bei Google eingeben, Alter. Das ist der größte Call of Duty Clan der Welt. Werden auch gerne mal als Hamburger Hartz-IV Tiger bezeichnet. Aber, Leute, klar, die werden erstens mal gehasst von vielen. Viele sagen, wie kann man sich HC4T nennen? Seid ihr verrückt? Das sind nur Assis. Gut, dass ich ein paar davon kenne aus dem PSN. Und das sind Leute, die auch eine Ausbildung machen. Einer macht Kfz-Mechatroniker, der andere macht ebenfalls Koch. Und da frage ich mich, sind das Assis? Ich glaube nicht. So. Ja, Leute. Dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Neue Videos gibt es am Dienstag. Abend, ihr habt richtig gehört, Abend ab 19.45 Uhr. Da nehme ich erst auf. Das ist eigentlich so ein Ritual, was ich gemacht habe, dass ich erst 19.45 Uhr aufnehme. Ja. Und im nächsten Video werde ich mal meinen Lebenslauf präsentieren. Der junge Zocker. Wie alles anfing, warum es anfing und so weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PS3.